Ja, herzlich willkommen bei Gartentechnik.com. Mit dabei Gerrit Eicker und ich, Michael Winsemann. Und zwar wollen wir heute das Thema Angebote vorstellen. Da hat sich technisch einiges in den letzten Monaten ja auch verändert und was auch die Geschwindigkeit angeht. Und den ersten Schritt, den wir aber uns, den ersten Schritt, den wir gehen wollen, ist einfach nochmal zu zeigen, wie so ein Angebot denn überhaupt erstellt wird. Und es gibt ja zwischenzeitlich auch die Möglichkeit, so ein Angebot mit PayPal zu verknüpfen. Und Noch mal ganz kurz vor, bevor wir zeigen, wie es läuft, einfach noch mal der Hintergrund. Angebote sind super wichtig. Die haben viele, viele Vorteile. Ich habe hier im Hintergrund ja immer die Gartentechnik.com-Startseite. Da sieht man halt auch den Bereich vor Ort und gebraucht. Aber gerade unter vor Ort finden sich ja die Angebote aggregiert von den Händlern in einer Region. Das heißt, wenn Sie ein Angebot anlegen, dann ist es nicht nur auf Ihrer Website, sondern es ist halt auch hier auf den Plattformen. Das sorgt dafür, dass Sie gut gesehen werden, Ihre Angebote sichtbar sind und das ist halt ein wichtiger, wichtiger Hintergrund, den man dabei mal sehen sollte. Und dazu kommt halt auf Ihrer Website sind die Angebote halt auch besser zu sehen. Das heißt, Sie können Ihre Nutzer damit führen, sowohl auf der eigenen Website als auch hier auf der Gartentechnik.com-Plattform. Und deshalb ist es so wichtig, das anzulegen. Und die Saison geht jetzt langsam los. Das spüren Sie wahrscheinlich auch. Deshalb jetzt wahrscheinlich die letzte Chance, nochmal Angebote einzufliegen, weil Sie dann die nächsten Wochen da eh nicht zukommen. Und Sie können die auch timen, aber das wird mich halt jetzt alles zeigen. So, ich schaue mal gerade, dass wir jetzt auch das Richtige haben, genau. So, im Hintergrund, also bei mir jetzt im Hintergrund, bei Ihnen aber als Bildschirm angezeigt wird unser Demo-Shop, unser sogenannter Jürgen-Shop. Und hier bereits geöffnet sind die Angebote, die finden Sie unter dem Gartentechnik-Plugin Marken und Produkte. Wenn Sie das anklicken, kommen Sie hier hin und müssen dann auch auf den Reiter Angebote klicken. So, ich muss da jetzt mal selber direkt hin. Was man hier sieht, im oberen Teil neues Angebot erstellen. Also hier kann man entsprechend ein Produkt suchen und unten drunter ist die Liste der Angebote. Das hat dann auch die Überschrift Angebote. Es gibt eine Filtermöglichkeit und auch nochmal eine Suchfunktion für die Liste mit bestehenden Angeboten. Da sieht man, da ist schon einiges drin und angelegt. Was man jetzt als erstes machen muss, ist eben ein bestehendes Produkt suchen. Und jetzt bleiben wir mal einfach, weil Stiel drin ist bei Stiel und schauen einfach mal, was sich da findet. Hier ist jetzt eine Liste mit einigen Produkten. Je mehr Sie das spezifizieren, desto besser ist natürlich auch das Suchergebnis. Ich schnappe mir jetzt mal einfach hier dieses Sondermodell da und klicke das an. Und fange jetzt an, die Eingabemaske zu bearbeiten. Hier oben steht nochmal das Produkt, wie lange das gültig ist, standardmäßig einen Monat. Das heißt, Sie können beides verändern, sowohl das Datum in die Zukunft das Datum verlegen, als auch das Enddatum entsprechend verändern. Das lassen wir. Zum Beispiel, man sagt, man will, dass es jetzt erst am Mittwoch losgeht. Dann klickt man das halt entsprechend an und sagt dann auch hier vielleicht, okay, dann aber im April auch hier bis Freitag. So kann man das einstellen. Hier kommt dann noch ein Text rein. Top. Angebot. Da kann man natürlich seiner Kreativität freien Lauf lassen. Vielleicht auch nochmal schauen, ob es entsprechende Schlagworte gibt. Wir hatten in der letzten Montagsrunde auch kurz darüber gesprochen. Aber das ist jetzt hier an der Stelle nicht ganz so wichtig, weil in dem Produkt selbst ist ja eigentlich schon alles vorhanden. Es greift ja auf die Daten zurück. Also eher sollte es ein ansprechender Angebotstext sein. Hier bei diesem Produkt ist jetzt ein eigener Preis hinterlegt. Das ist jetzt Zufall. Und das scheint auch eher ein Testprodukt zu sein mit 50 € und als Angebotspreis, gut, hier machen wir es jetzt mal ganz billig, machen wir 49 €. Was ich jetzt hier halt noch zusätzlich aktivieren kann, ist Bezahlung via PayPal einschalten. Wenn Sie das nicht sehen, hat es folgenden Grund, dass die sogenannte PayPal Client ID noch nicht hinterlegt ist. Also die muss vorher dazu, gibt es auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/gartentechnik.com in einem zusammengeschrieben. Das verlinke ich auch nochmal in diesem Video hier.
wie sie das Ganze einrichten können. Was sie halt brauchen, ist ein PayPal-Konto und dann können sie die Client-ID in den Stammdaten hinterlegen. Und dann haben sie die Option, hier auch diese Bezahlung via PayPal einzuschalten. Dann kriegt man das an und die Selbstabholung ist ja in der Regel kostenfrei, aber man kann hier auch noch einen Text eingeben. Was weiß ich jetzt? Bezahlen. Ups. Und vor Ort einfach abholen. Oder sie machen halt eine Auslieferung und sagen dann, okay, das Ding kostet, keine Ahnung, wenn ich das im Umkreis mache, kostet das, keine Ahnung, 10 Euro. Wir liefern bis zur Haustür und dann unter Umständen noch den Versand mit einem Dienstleister. Das Ganze erstelle ich dann einfach und schon ist das Angebot hinterlegt und findet sich eben auch in der Liste. Wenn das entsprechend dann gespeichert ist, zeige ich Ihnen noch ganz kurz die Liste, wie die aufgebaut ist und dann ist eigentlich schon das meiste getan. So. Wenn man im Streaming mit Video drin ist, dauert das natürlich nochmal einen kleinen Moment länger, als man das gewohnt ist, weil hier natürlich ein paar Daten noch nebenbei laufen. Genau. Und ich schaue mal, naja, man kann es so andeutungsweise erkennen, aber ich rede kurz mal über die Tabelle. Was Sie da eben haben bei den Angeboten, ist eben entsprechend ein Filter nach Zeit und nach Marken. Den können Sie entsprechend dann einstellen, um einfach zu gucken, okay, was habe ich denn in der letzten Zeit angelegt? Ich kann nach Marken sortieren, ich kann den ganzen Filter zurücksuchen oder eben einfach in der Suche, die unten drunter ist, nochmal nach dem Produkt suchen. Vielleicht machst du mal das Screensharing aus und erzähle ich ein bisschen was dazu, was so im Hintergrund passiert ist. Interessanterweise ist nämlich der Vorführeffekt, der uns hier gerade voll trifft. Ich will Ihnen mal kurz etwas zeigen, weil das finde ich ganz interessant. Ich habe hier mal den Gebrauchtgerätebereich auf. Da kann man jetzt die Liste mit den ganzen Gebrauchtmaschinen sehen. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten klicke, dann passiert Folgendes, das, was gerade bei dem Michael passiert ist. Hier dreht sich jetzt dieses Zahnrad im Hintergrund. Und das dauert auch einen ziemlichen Moment, dass er etwas eine etwas störende Sache, wobei ich gerade das Gefühl habe, wir haben insgesamt wirklich einen faszinierenden Vorführeffekt, weil das dauert selbst jetzt dafür zu lang. Mal gucken, wo das ist alles da. Okay, das dreht und das ist jetzt echt krass. Ich glaube, wir haben gerade beide ein Speicherproblem. Anyway, ich kann es nicht mal abbrechen. Lustig. Okay, ich mache das mal aus. Ich will jetzt gerade mal kurz gucken, ob das hier funktioniert. Hier bin ich in den Angeboten und versuche mal hier das Angebot zu bearbeiten. Ich glaube, das ist im Moment, wir haben da gerade irgendwas, wahrscheinlich wird gerade in diesem Moment irgendwas hochgeladen. Okay, also der Vorführeffekt ist weg, aber ich kann Ihnen versprechen, es funktioniert viel schneller. Das ist lustig. Ich glaube, wir müssen dieses Video irgendwann nochmal machen, zumindest diesen Teil nochmal einschieben. Wir haben die API im Hintergrund geändert, um das zu machen und Ingrid spielt uns gerade einen Streich. Ich vermute, dass irgendwas aktualisiert wird auf dem Server und wir deshalb dort das nicht sauber schnell speichern können. Das ist natürlich sehr schön für dieses Video. Und damit müssen wir jetzt leben. Anyway, das ist neu und schneller. Also der Unterschied zwischen den Gebrauchmaschinen und Angeboten, das können Sie selbst nachvollziehen, wenn Sie einfach mal in den Admin-Bereich reingehen und eine Gebrauchmaschine bearbeiten oder ein Angebot bearbeiten. Ich garantiere Ihnen, das geht schnell. Zumindest ging es vorhin noch schnell. Und deshalb glaube ich nicht, dass da irgendwas passiert ist und das jetzt nicht mehr so der Fall ist. Und wir werden das bei den Gebrauchmaschinen und Mietgeräten auch noch zügig nachliefern, weil uns das auch genervt hat. Die Funktion, ich habe es gerade mal gesehen, es gibt nämlich so ein Video wie dieses hier schon zu den Angeboten. Das war vom April 2019, das ist also jetzt fast 2 Jahre alt und das Problem, was da im Hintergrund bestand, ist jetzt zum Glück weg und ja, wir schauen dann einfach mal weiter und werden irgendwann nochmal zeigen, wie schnell es wirklich geht. Genau. Und das ist ja auch die schöne Nachricht, wenn diese Änderungen an der API abgeschlossen sind und alles schön schnell läuft, wird es viele andere neue Dinge geben, die wir weiterentwickeln werden, das nur so als Randinfo. Und natürlich auch an bestehenden Funktionen können wir dann schön weiterarbeiten. Ja, und dann denke ich, spätestens wenn die Gebrauchten online sind, können wir nochmal zeigen, wie alles schneller läuft und
ansonsten an der Stelle einfach ausprobieren. Was ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, ist, dass eben die Integration von PayPal wirklich wichtig ist bei den Angeboten, weil sie eben gerade jetzt in der Corona-Situation den Kunden einfach anbieten können, dass sie direkt kaufen können und das dann abholen oder geliefert bekommen. Genau, das ist soweit von unserer Seite. Es gibt ja auch mittwochs unsere Webinare. Ich nehme das Thema Angebote da einfach nochmal mit und dann kommen Sie einfach am Mittwoch und dann sage ich mal einfach, ich hoffe oder bin eigentlich überzeugt davon, dass es dann da schnell läuft und dann können wir auch nochmal in Details gehen. Alles klar. Und in diesem Sinne eine schöne Woche und ja, bis zur nächsten Montagsrunde.